Hallo, ich bin Dieter vom Haus der Jugend, heute vom Homeoffice. Ich bringe euch heute eine neue Challenge, eine neue Herausforderung oder Hausforderung, wie wir bei uns sagen, wegen des Newsletters Haus raus. Genau, Haus-Herausforderung. Und genau, die Aufgabe heute ist, die ich euch stellen will, ist, Schiffchen zu falten aus Papier. Wie das funktioniert, werde ich euch nachher zeigen, aber habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Was man dazu braucht, ist einmal natürlich eine Zeitung. Und zwar, es gibt ja größere und kleinere Zeitungen. So groß sind die Zeitungen hier in Marburg, die auch manchmal kostenlos verteilt werden. Ja, so eine Zeitung braucht man dazu. Dann braucht man eigentlich einen Brieföffner. Der ist ganz hilfreich. Ich habe aber keinen Brieföffner, deshalb habe ich ein Messer genommen. Das sieht sehr gefährlich aus, ist aber nicht so gefährlich. Wenn ihr damit Sorge habt, fragt eure Eltern oder große Geschwister, die sich damit auskennen oder so, damit ihr euch nicht verletzt. Das ist nur zum Teilen des Papiers notwendig. Und was auch ganz hilfreich ist ein Lineal oder ich ist ja ein Geodreieck, weil man da mit den Kanten schön das Papier gut falten kann. Genau, das sind die Sachen, die man dazu braucht. Und die Aufgabe besteht darin, dass ihr aus dieser Zeitung möglichst viele Schiffchen bastelt. Faltet. Wie das Falten geht, zeige ich ja nachher, habe ich gesagt. Aber man nimmt die Zeitung, teilt sie einmal in der Mitte durch und dann habe ich das halbe Blatt der Zeitung und aus diesem halben Blatt mache ich ein Schiffchen. Aus der anderen Hälfte mache ich wieder zwei Blätter. Ja, das zeige ich dann auch. Ich teile das dann wieder durch, dann habe ich das so groß, ja, so groß und kann dann daraus wieder auf der einen Hälfte ein Schiffchen basteln und das andere wird wieder aufgehoben. Und so geht es weiter. Und ich bin mal gespannt, wie viele Schiffchen ich schaffe. Ich weiß es selber gar nicht, ob es 5, 6 oder 7 oder so werden, die alle natürlich ein bisschen kleiner werden und wie viel ihr schafft. Ja, das ist die Herausforderung, die Haus-Herausforderung von mir. Also, gleich geht's los. So, also, hier geht's los. Das ist die Zeitung. Ich falte sie ordentlich auf die Kanten übereinander, damit man überall wenn es gerade Schnitt gibt, dann kannst du das hier hinten jetzt noch mit der Hand festdrücken. Da kann ich auch schon das Dreieck nehmen. Das Lineal und das so festdrücken hier. So, und dann nehme ich meinen Brieföffner, der vielleicht doch gefährlich ist, wieder zwischen und schneide das Papier hier durch. So, jetzt habe ich also zwei Blätter, zwei gleich große Blätter. Genau. Jetzt kann ich eine zur Seite legen, Brieföffner zur Seite. Und dann geht die Technik so, ich habe das Blatt. Und es einmal auf die Mitte legen. Auch wieder immer wichtig, genau die Kanten und Ecken aufeinander legen. So. Habe ich dieses einmal auf die Hälfte gefaltet. Als nächstes falte ich es kurz einmal auf die andere Hälfte, aber nur zum Stück. So bis da drüben hin. Und hier. So. Und jetzt habe ich den Knick hier in der Mitte. Nehme jetzt diese Ecke, die kommt hier drüben hin auf die Mitte. Einmal, so, und auf der anderen Seite nochmal, so, und ihr erkennt das vielleicht schon, manche Leute setzen sowas, wenn sie die Wand streichen auf den Kopf als Schutz, als Hut, so sieht es jetzt aus, und jetzt kann ich hier noch die Ecken einfalten, einmal hier reingefaltet und da und dann auf die andere Seite, nochmal hier und nochmal da und fertig wäre der Hut. Ja, so kann ich ihn auf den Kopf setzen, so, aber den brauchen wir so nicht, sondern wir gehen in die Mitte rein und falten ihn genau wieder auf, dass er jetzt hier wieder ein Viereck ist. Und da Ecke gucken, genau, gut. Jetzt wird hier unten die Öffnung hochgeklappt bis oben hin drauf. Rumgedreht, das gleiche. Diese lose Ecke hier unten. Hier oben drauf. So. Jetzt habe ich wieder ein Dreieck. Ich mache aus dem Dreieck wieder ein Viereck. So. So. Na, das ist gar nicht so toll gefaltet. Naja, und zum Schluss kommt der Trick. Hier unten ist die Öffnung. Hier oben ist es zu. Ich nehme jetzt die äußeren Ecken, so, und ziehe die auseinander. Und bekomme dann, ein bisschen ziehen und drücken, ein Schiff. Das ist mein erstes Schiff. Wunderbar. Das ist das erste. Stelle ich hier hinten hin.
So, weiter geht's mit dem zweiten Schiffchen. Wir haben hier die andere Hälfte von dem Papier, das eben nicht benutzt wurde. Das habe ich hier und das werde ich wieder auf die Mitte falten. Genau zielen, das ist wichtig, damit das Papier gleich groß wird, weil das werde ich hier gleich einmal in der Mitte durchschneiden. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 kann ich auch lustig alle ineinander stecken. So, und noch eins oben drauf. Und das die kleinen tragen die Last. Die großen tragen die Last der kleinen. So, das war meine Challenge, meine Herausforderung mit der Zeitung und den Schiffchen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich habe insgesamt 6 Stück geschafft. Also, die Herausforderung an euch ist, mehr oder genauso viele zu machen wie ich oder einfach nur Spaß dabei zu haben. Ist auch eine Herausforderung in diesen Zeiten. Genau, versucht einfach, was ihr, wo ihr Lust drauf habt, wie weit ihr kommt. Vielleicht auch mit Familie und genau, viel Spaß und Freude dabei. Das war's von mir vom Haus der Jugend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Mittlerweile haben sich hier 4 Hände gefunden, die Herausforderung angenommen haben. Und siehe da, es sind 10 Schiffchen geworden. Ich glaube, das ist mal eine echte Herausforderung.